Feuer und Wasser, Schwarz und Weiß, Mann und Frau. Nur die letzte Alternative, so scheint es manchmal, ist eine echte Alternative für die kommende Bundestagswahl. Aber stimmt das? Angela oder Peer? Die Qual der Wahl, liebe Zuschauer, heute der Titel unserer Phoenix-Runde, zu der ich Sie ganz herzlich begrüße. Hier im Studio begrüße ich Susanne Höll, Parlamentskorrespondentin der Süddeutschen Zeitung hier in der Bundeshauptstadt. Ebenfalls in Berlin stationiert Martina Fietz, Chefkorrespondentin von Focus Online. Karl Rudolf Korte ist bei uns, Politikwissenschaftler, Professor Karl Rudolf Korte, Politikwissenschaftler an der Universität Duisburg-Essen. Und schließlich Daniel Friedrich Sturm, auch Parlamentskorrespondent hier in Berlin für Welt und Welt am Sonntag. Aber Sie haben auch im Frühjahr eine Biografie über Peer Steinbrück, den Kanzlerkandidaten der SPD, veröffentlicht. Frau Höll, unterschiedliches Temperament, aber gleiche Inhalte. Lässt sich damit überhaupt glaubhaft gegeneinander Wahlkampf machen? Unterschiedliches Temperament ohne Frage. Also da jemand, der bekannt ist für Budenzauber auf gehobenem Niveau mit einer sehr reservierten, zurückgenommenen Kanzlerin. Gleiche Inhalte? Schwierig. Steinbrück und die SPD sind immerhin entschlossen, mit der Forderung nach Steuererhöhungen in den Bundestagswahlkampf zu gehen. Mit dem Versprechen, was daraus wird, muss man schauen, die Finanzmärkte zu bändigen. Und mit dem Versprechen, dass, so hoffen ja viele Bundesbürger, sich erfüllen wird, eine bessere Koalition als die zu produzieren, die uns jetzt seit 3 Jahren regiert. Ich bleibe jetzt bei dieser Unterstellung der Gleichheit. Müssen beide, die Amtsinhaberin und der Herausforderer, nicht gewaltige Pirouetten drehen, um sich voneinander absetzen zu können, erkennbar zu bleiben? Man wird das bei Peer Steinbrück beobachten müssen, wie er mit seiner neuen Rolle umgeht. Ich stimme Ihnen zu, dass Sie grundsätzlich in dieselbe Richtung denken. Auch was man, wenn man an die Euro-Krise denkt, wenn man an die Steuerpolitik denkt. Nur Susanne Höll hat insofern recht. Peer Steinbrück wird jetzt eine andere Politik vertreten müssen, als für die er eigentlich als Person steht. Denn die SPD erwartet von ihm etwas anderes. Da wird doch ein Wahlkampf erwartet, der sehr stark das Thema Gerechtigkeit in den Vordergrund rückt. Und da wird auch erwartet, dass führende Personen in der SPD von bisher getroffenen Entscheidungen abrücken, sprich konkret von der Agenda 2010. Da wird Peer Steinbrück sich etwas bewegen müssen. Und deshalb ist das der spannende Punkt für meine Begriffe bei diesem Wahlkampf. Wie authentisch kann er eigentlich eine SPD-Politik vertreten, für die er als Person so gar nicht steht. Und auch selbst authentisch als Peer Steinbrück bleiben, das ist auch Thema der Sendung. Herr Korte, kann Peer Angela knacken? Wenn man an die Vorhersagen der letzten Wahlen, von der Stoiber-Wahl 2002 angefangen, immer ein Jahr zurückrechnet, lagen die Prognosen immer völlig daneben mit dem, was sich entwickelt. Da ist viel Beweglichkeit in jeder Richtung im Blick auf Koalitionsmärkte und auch im Blick auf unentschiedene Wähler. Insofern würde ich den Kampf nicht aufgeben, nur aus der Situation heraus im Moment vielleicht nicht die notwendige Zustimmung zu haben. Herr Sturm, ich habe ja schon gesagt, Sie haben eine Biografie über Peer Steinbrück geschrieben. Zu Steinbrück würde Ihr Nachname im Moment viel besser passen. Der steht nämlich richtig im Sturm. Bereuen schon manche in der SPD, ihn auf den Schild gehoben zu haben? Das glaube ich nicht. Ich meine, eine einstimmige Zustimmung des SPD-Vorstandes ist natürlich schon einigermaßen bizarr, wenn man sich auch vorstellt, wer da alles so drin sitzt. Und diese Leute sind ja weiter da und werden ja auch weiter ihren Einfluss geltend machen. Und sollte Herr Steinbrück irgendeines Tages eine Koalition bilden mit Grünen und FDP zusammen, denn nach einer rot-grünen Mehrheit sieht es ja nicht so sehr aus, dann wird das, glaube ich, eine ganz spannende Veranstaltung, zumal wenn Herr Steinbrück dann auf eine Regierungsmehrheit von 5 oder 6 Mandaten über den Durst verfügt. Und dann sind ja Frau Mattheis und Herr Bartel und diese ganzen Vertreter der Parteilinken, auf die Herr Steinbrück natürlich herabblickt, ja immer noch da. Und die können dann sagen, Herr Bundeskanzler, in der und der Entscheidung möchten wir mit Ihnen aber noch mal reden. Und das werden wir dann alle 14 Tage hören. Möglicherweise würde er aus dem Grund, den Sie jetzt skizzieren, dass er Spekulation, dann vielleicht doch eine große Koalition bevorzugen, in der er dann ja aber möglicherweise gar nicht angehört.
Vielleicht noch mal zu der Frage, inwieweit sie sich unterscheiden oder nicht unterscheiden und inwieweit es einen politischen Mainstream gibt, den sich beide eigentlich nicht so richtig entziehen können. Man muss ja nicht immer Franz Josef Strauß und Herbert Wehner bemühen, aber täte unserem Land etwas mehr Polarisierung, etwas mehr Streit, Konflikt, der diesen Namen auch verdient, gut? Ich glaube schon, dass wir in diesem Wahlkampf durchaus vor die Alternative gestellt werden, welches Lager wir wählen können. Gerade durch die Einlassung von Peer Steinbrück, dass er eben nicht für eine große Koalition eintritt, sondern explizit für Rot-Grün wirbt, bekommen wir ja einen Lagerwahlkampf. Es wird dadurch natürlich das der große Vorteil, den er ursprünglich einmal hatte, dass man gesagt hat, er kann weit ins bürgerliche Milieu hineinwirken, der geht ihm dadurch vielleicht verloren. Aber er spitzt es jetzt ja schon zu. Er sagt ja ganz konkret, er will eine andere Regierung, und zwar eine komplett andere. Und deshalb glaube ich schon, dass wir Polarisierung erleben werden. Und man wird dann nur wirklich beobachten müssen, wie stark die Personen dabei authentisch werden. Sie sagen jetzt Lagerwahlkampf, aber alle drei denkbaren Koalitionen vom heutigen Tag aus, Groß, Ampel, Schwarz-Grün, sind ja eigentlich lagerübergreifende Koalitionen. Wird sich das auf den Wahlkampf irgendwie auswirken? Dieses möglicherweise schon von allen irgendwie geahnte Resultat? Also für eine große Koalition kann man natürlich, und niemand, der politisch bei Verstand ist, würde für eine große Koalition irgendwie das auch nur erkennen lassen, eine Sympathie. Sie besteht ja auch nicht, weil dann die jeweils eigenen Wähler überhaupt nicht motiviert sind. Sie werden zu Hause bleiben. Wir werden große rot-grüne Übereinstimmung in manchen Punkten sehen, den Versuch sozusagen, dass das gesamte rot-grüne Lager voll auszuschöpfen. Das ist sicher die Wunschkoalition. Die große Koalition wird nur dann zustande kommen, wenn die Grünen nicht zu Schwarz-Grün bereit sind und wenn es keine anderen rechnerischen Möglichkeiten gibt. Ein Wort noch, wenn Sie erlauben, zur Frage, ob wir mehr Streit brauchen. Ich muss Ihnen sagen, persönlich habe ich von politischem Streit, und zwar dem innerhalb der schwarz-gelben Koalition in den letzten 3 Jahren wirklich genug. Wenn wir qualifizierten, wenn wir, sagen wir mal, Streit auf gehobenem Niveau, ja, würde ich mir wünschen, aber nicht so ein Hickhack, wie wir es in der Koalition haben. Also ich meine tatsächlich durch den fruchtbaren Streit, der dann irgendwie allen was bringt, schwarz-gelbe Koalition und Streit. Die Kanzlerin sagt ja, deswegen möglicherweise tatsächlich ein Lagerwahlkampf Rot-Grün gegen Schwarz-Gelb, das sei ihre Lieblingskoalition. Wie lange wird sie denn diese Strategie durchhalten, gerade wenn sich herausstellen sollte, dass es doch nicht reicht und dass ja die Gefahr besteht, dass die FDP möglicherweise springt? Sie wird davon nicht abweichen, da bin ich ziemlich sicher. Und das wäre auch unklug. Dann würde sie ja auch die FDP schon aufgeben von vornherein. Aber sie wird, so wie wir sie alle kennen, die Mathematik des Abends bemühen, wen sie zu einer Mehrheit am Ende braucht. Ich würde auch so eine Halloween-Koalition Schwarz-Orange nicht ausschließen. Die Piraten wären eine interessante, innovative Ergänzung für eine bürgerliche CDU. Auch das schließe ich nicht aus. Könnte ich mir bei Frau Merkel auch gut vorstellen. Also alles, was erstmal die große Koalition verhindert, was man rechnerisch anders machen kann, wird sich an dem Abend zeigen und in den Stunden danach. Die Halloween-Koalition ist jetzt eine neue Kreation von Ihnen, weil Sie ja, glaube ich, auch der Wortschöpfer von Jamaika sind, wenn ich mich da richtig erinnere. Ja, man muss in diesen Zeiten durch die Geschäfte gehen und sieht diese Farben und dann ist es irgendwie naheliegend, dass das praktisch in die Zeit passt. Ob das in einem Jahr dann noch so ist, wissen wir nicht, aber man kann es nicht ausschließen. Aber ich glaube, dass die Akteure alles, genau wie Sie gesagt haben, verhindern werden, es so aussehen zu lassen, als würde es eine große Koalition. Aber in der Bevölkerung ist durchaus natürlich ein Wunsch da. Und wenn man die Hauptausrichtung sieht, die Krisenszenarien, dann sagt die Kanzlerin, ich passe auf eure Euros auf. Ich bin euer Anwalt für alle Steuergelder. Und Steinbrück sagt, ich kämpfe zeitgleich gegen die Banken. Also eine idealere Kombination als Wähler kann man sich überhaupt nicht vorstellen. Das ist die Rettung an sich als Paket. Und dieser Wunsch, diese Sehnsucht, dieses Sicherheitsbedürfnis, das zu befriedigen, das werden Wähler sich wünschen. Und da hat Steinbrück und Merkel große Probleme, das auseinanderzuhalten.
Gut, da kann man die erste und zweite Stimme nach unserem Wahlsystem ja möglicherweise ganz anders anwenden, als das bisher üblich war. Herr Sturm, jetzt mal aus Sicht von Peer Steinbrück betrachtet, hat die Kanzlerin nicht nur einen Amts-, sondern vielleicht auch Mentalitätsbonus, dass sie in dieser ganzen Auseinandersetzung vielleicht die klügere Strategie fährt? Also er sagt ja, sie ist die Frau des Ungefähren. Er bemüht immer dieses Bild, Frau Merkel steuert das Flugzeug. Das Flugzeug fährt ruhig oder fliegt ruhig und wir fühlen uns alle wohl darin, aber wir wissen nicht, wo wir landen. Erstmal würde ich die Frage stellen, ob wir Deutschen das nicht mögen, mit so einem Flugzeug zu fliegen, was ruhig fliegt. Und es wird schon nicht ein ganz schlimmer Ort sein, wo Frau Merkel uns dann hinfliegt. Vielleicht ist es irgendwie Mallorca oder so. Es wird ja nicht Minsk sein. Und zum anderen ist mir Herr Steinbrück eigentlich als ein Architekt von Theoriegebäuden oder Programmgebäuden oder eines Gesellschaftsentwurfes oder eines Bildes von Deutschland im Jahr 2020 oder im Jahr 2030 bislang eigentlich auch nicht aufgefallen. Er ist ja eigentlich eher ein Krisenmanager, der besonders gut ist, wenn es akut zu handeln ist, wenn der Druck zunimmt, wenn die Lage sich zuspitzt, wenn wenig Zeit da ist und wenn man vielleicht auch Parlamente und eigene Parteien nicht so sehr konsultieren muss. Also Sie würden auch sagen, dass Merkel und Steinbrück weniger Kontrahenten als Komplementärfiguren sind? Ja, das glaube ich schon. Wobei ich es richtig fand, dass Steinbrück jetzt doch diese Polarisierung in diesen beginnenden Wahlkampf gebracht hat. Ich glaube auch, dass er von dieser Aussage, er werde nie wieder in ein Kabinett Merkel treten, dass er da nicht wieder von runterkommt. Und ich glaube, es entspricht auch einfach seiner persönlichen Lebensplanung. Klar. Und das ist natürlich ein Fund, mit dem er richtig wuchern konnte. Und das hat natürlich auch ganz erheblich zu dieser einstimmigen Nominierung beigetragen, weil das insbesondere der linke Flügel der SPD natürlich sehr, sehr gerne gehört hat. Ja, die Frage, aber war das so klug, dass er das gemacht hat? Nicht nur, weil das eine wahrscheinliche Konstellation ist mit der Großen Koalition. Es gibt ja Umfragen. Die mit Abstand beliebteste Koalition nach 2013 ist die Große Koalition. Und ausgerechnet die beiden glaubwürdigsten Vertreter dieser Konstellation lehnen die jetzt ab und wollen gar nicht. Ja, dafür muss man wissen, dass die SPD die Große Koalition ja als des Teufels betrachtet. Aus der letzten Großen Koalition ist sie ja wirklich als Verlierer hervorgegangen. Aus der vorletzten nicht. Also es muss ja nicht, die Geschichte sich nicht wiederholen. Das stimmt, aber diese 23%, die bei der letzten Bundestagswahl eingefahren wurden, sitzen der SPD immer noch in den Gliedern. Und deshalb will man dort auf jeden Fall eine Große Koalition verhindern. Und die Tatsache, dass Peer Steinbrück jetzt einstimmig vom Parteivorstand nominiert worden ist, sagt ja nicht aus, dass der Parteivorstand wirklich davon überzeugt ist, dass das der beste Kandidat ist, sondern man hat da sich jetzt geschlossen hinter ihn gestellt, einfach auch um das Bild zu wahren. Aber Steinbrück muss ja ganz extrem auch um den linken Flügel der Partei werben. Und wenn er da schon direkt wieder mit der Großen Koalition in Aussicht gekommen wäre, das hätte ihm nur geschadet. Deshalb musste er da ganz klar auf Rot-Grün setzen, weil das ein Großteil der Partei wirklich wünscht. Und diese Partei muss er hinter sich bringen. Denn im Grunde genommen kann Peer Steinbrück bei diesem Bundestagswahlkampf im Wesentlichen an seiner eigenen Partei scheitern oder an sich selber, weil er ja doch auch vielfach sehr, sehr spontan impulsiv ist. Es fällt ja noch eine weitere Gemeinsamkeit zwischen den beiden aus, die ja eigentlich miteinander eher weniger Probleme haben, nur beide haben Probleme mit ihrer jeweiligen Partei. Ist das ein Zufall? Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich kann mich an keinen Regierungschef oder Parteivorsitzenden einer Volkspartei erinnern, der keine Probleme mit seinen Leuten hatten. Kohl musste sich einmal eines Umsturzversuches erwehren von Helmut Schmidt und seinen Erfahrungen mit der SPD gar nicht zu reden. Selbst Konrad Adenauer scheiterte mit seinen späteren Plänen an der Partei. Ich glaube, dass jede Volkspartei, einfach weil sie Flügel und Strömungen hat, ausgerichtet ist nach internen Konflikten. Das ist gut so, deshalb haben wir auch die Volkspartei. Wahrscheinlich gehört auch die Fähigkeit, solche Konflikte auszutragen und sie möglichst beizulegen, ohne sie beiseite zu schieben, zu den Fähigkeiten, die ein Spitzenpolitiker einer Volkspartei haben muss, ist es absolut notwendig. Sonst kommt er da nicht nach vorne. Aber einen Einschub möchte ich da gerne machen. Der Unterschied für meine Begriffe ist jetzt der,
dass Peer Steinbrück nicht qua Amt oder Autorität Kanzlerkandidat geworden ist. Er ist nicht Parteivorsitzender, er ist nicht Fraktionsvorsitzender. Das heißt, er ist im Grunde genommen von der Hinterbank jetzt in die vorderste Reihe gerückt. Und da muss er natürlich die Partei noch mal anders hinter sich bringen, muss noch mal anders um die Partei werben, als wenn er schon als Parteivorsitzender beispielsweise schon alleine aus diesem Amt heraus die Kanzlerkandidatur für sich hätte beanspruchen Wächst können. Steinbrück eigentlich an dieser, in diesem Gegensatz zu seiner eigenen Partei? Macht ihm das Spaß? Ist das für ihn eine Herausforderung? Hat er Lust auch am Streit, auch die eigene Partei herauszufordern? Das hat er ja schon häufiger getan. Also Lust am Streit hat er. Das ist auch belebend für uns alle, für den Wahlkampf. Denn wir wollen ja unter Alternativen wählen können. Und die müssen herausgearbeitet werden. Das werden sie machen zu ein paar Dingen wie Steuererhöhungen, haben Sie es ja auch gesagt. Bei den Zentralthemen sehe ich es nicht, aber wenn man sich noch mal sein Buch anguckt, das ja zu drei Viertel über Krisenbeschreibung und Europaperspektiven, aber zu einem Drittel eigentlich darin besteht, wie er sich an seiner Partei abarbeitet, sie ein bisschen auch vorführt, was er alles an dieser Partei furchtbar findet, dann erstaunt es schon, dass er am Ende ein Kandidat dieser Partei geworden ist. Und ich glaube, er könnte die Disziplinierung der Partei eher aushalten, wenn der Zeitpunkt günstiger gewählt worden wäre. Es ist unglaublich lang, jetzt bis zur Wahl. Hat er denn Spaß daran, seine Partei oder bestimmte Parteifreunde zu schuhriegeln, öffentlich vorzuführen? Na, ich glaube, er hat schon Spaß an der intellektuellen Auseinandersetzung. Ich glaube, dass Peer Steinbrück so Kopfnicker und Menschen, die ihn bewundern, ohne dass sie ihm jemals widersprechen, die verachtet er, glaube ich. Und es wird ja oft gesagt, Steinbrück sei arrogant. Ich halte das für eine Fehleinschätzung, weil er sucht einfach den Konflikt auf Augenhöhe. Mhm. Und das ist ja auch bei diesen Vorträgen, die jetzt in Rede standen, eigentlich eine ganz bemerkenswerte Sache. Da wird ja zuweilen, gab es ja den Vorwurf jetzt, er habe da irgendwie den Banken nach dem Mund geredet. Also ich habe Vorträge von Steinbrück etwa vor dem BDI erlebt. Da hat er diese zum größten Teil Männer, die da saßen, zum großen Teil in Nadelstreifen mehr oder weniger beschimpft. Und er hat ihnen gesagt, schminken Sie sich Steuersenkungen von der Backe und glauben Sie denen nicht bis zum nächsten Briefkasten, die all das jetzt versprechen und so weiter. Anschließend großer Beifall. Und so ähnlich ist es natürlich in seinem Verhältnis zur SPD auch. Also er sucht ja nach Reibung und das ist für ihn, einmal ist das für ihn diese Freude an der Sprache, die er ja hat. Wir kennen diese ganzen Begriffe Heulsusen, aber auch Kavallerie. Aber es ist für ihn einfach auch eine Form der intellektuellen Auseinandersetzung. Und das finde ich eigentlich auch ganz belebend wiederum, auch wenn es vielleicht nicht jeder versteht. Aber es ist ein akademischer Blick natürlich. Ne? Denn ich schätze, ich sehe das genauso wie Sie, aber das Akademische daran ist natürlich, wer klebt die Plakate am Ende? Ne? Wer lässt sich von der Kernanhängerschaft mit mobilisieren? Und da ist die Frage, ob die Berliner akademische Szene das gut findet und so einschätzt auf Augenhöhe oder der andere, der sich beschimpft fühlt. Ja, aber auf der anderen Seite, Publikumsbeschimpfung im Wahlkampf, das führt möglicherweise auch nicht zum Ziel. Also jedenfalls wird er irgendwie an seine Grenzen stoßen. Ja. Ja, deshalb dachte ich ja eben schon mal, also Herr Steinbrück kann auch sehr schnell an sich selber scheitern. Zum einen, wir finden auch diese Sprache sehr schön, dieses Schnelle, dieses Schneidige, dieses Scharfe. Mhm. Ich weiß nicht, ob das in der Bevölkerung, in der Breite so gut ankommt. Das wirkt wirklich arrogant und das wirkt auch teilweise sehr unnahbar und sehr roboterhaft. Die Ironie ist großartig. Ja, aber, die Ironie ist wunderbar, aber sie wird auch nicht überall verstanden. Mhm. Und ich weiß auch nicht, wie Peer Steinbrück reagieren wird, wenn auf einem Parteitag oder bei irgendwelchen Parteiveranstaltungen er mit massiver Kritik aus den eigenen Reihen konfrontiert wird. Da, wo Ihre Zeitung erscheint, Frau Höll, kommt diese hanseatische Schnottrigkeit möglicherweise nicht so gut an. Vielleicht hat er ja ähnliche Probleme wie Edmund Stoiber seinerzeit in Norddeutschland im Wahlkampf. Naja, der Mann Stoiber wäre, wenn die FDP stärker geworden wäre, als sie geworden ist, in die Nähe des Kanzleramts gerückt. Und das finde ich eine sehr interessante Erfahrung, wenn man sich überlegt, da wurde einer großen Volkspartei, nämlich der CDU, ein Kandidat präsentiert bei oder vor oder nach einem Wolfratshausener Frühstück. Und die CDU war, daran erinnere ich gut, zur Hälfte entsetzt. Und es gibt eine Person, und das war Angela Merkel, die hat dafür gesorgt, dass die gesamte CDU
Wahlkampf für Edmund Stoiber gemacht hat. Und bevor die Leute mit den Augen gerollt haben, wenn Stoiber zu seinen ja auch sehr putzigen Einlassungen zum Teil anhub, haben sie sich Sonnenbrillen aufgesetzt. Aber diese Partei hat Wahlkampf gemacht. Und ähnlich wird es jetzt in der SPD sein müssen. Die Rolle damals von Angela Merkel wird Sigmar Gabriel übernehmen müssen. Er wird der Partei sagen müssen, natürlich zusammen mit Steinbrück, wenn wir gewinnen wollen, müssen wir kleben, müssen wir auf die Straße. Da wird nicht gemeckert und da wird nicht gelästert. Da wird Wahlkampf gemacht. Und nur so, glaube ich, wird es der SPD gelingen, über die Grenze von 30% zu kommen, die ja wichtig ist, damit gegen sie keine Regierung gebildet wird. Diese Probleme wird Frau Merkel mit ihrer Partei nicht haben. Wie gesagt, da gibt es ja auch durchaus gefremdelt. Ja. Diesen Punkt hat sie überwunden. Schon allein, weil sie als Kanzlerin erfolgreich war. Ein Punkt, der ihr problematisch werden könnte, ist, dass wir als Wähler überdrüssig ihrer Person sind. Es gibt ja manchmal so die Phase, dass man einen nicht mehr sehen kann. Da sind aber, das zeigen die Umfragen, wir alle noch ganz weit offenbar von entfernt. Gegen so einen Moment kann man schlecht Politik setzen. Dieses Sattsehen, das ist noch nicht, und das ist das Einzige, was ihr schaden könnte. Das also könnte diese Wechselstimmung, so. Die man vermisst eigentlich. Deswegen lässt sich das ja mit der Bundestagswahl 1998 auch nicht so gut vergleichen. Sie könnte sich noch einstellen. Nein, sie wirkt überhaupt nicht verbraucht. Es wird sich keine Wechselstimmung auftun. Sie hat gezeigt, dass sie mit verschiedenen Koalitionen regieren kann. Sie ist eine geradezu perfekte Themendiebin, um anderen die Themen abzunehmen und sagen, können wir auch ausprobieren. Da ist sie ultra pragmatisch gut unterwegs. Das wird ihr uninszeniert auch gut abgekauft. Also da ist nicht der Punkt. Aber es kann ein Punkt eintreten. Ich glaube nicht bis nächstes Jahr. Aber danach kann er schon eintreten, dass man eine Person eben nicht mehr sehen kann. Und dagegen kann man nichts machen. Das ist viel wirkungsmächtiger als so eine Erosion über, wenn man meint, da ist irgendwie die Zeit über einen hinweggegangen. Ansonsten von der Partei her sehe ich keine Probleme, dass die Partei ihr weiter folgen kann. Das ist sehr diszipliniert und an Inhalten, an Themen leidet die Partei ja nie so stark wie die Programmpartei der SPD. Für beide gilt ja, für Angela Merkel und für Peer Steinbrück, sie werden in ihrer Partei respektiert, aber nicht wirklich geliebt. Ist das auch eine Reaktion, dass sich sozusagen, ich nenne es jetzt mal etwas flapsig, der Funktionärsapparat einer Partei darüber grämt, dass Parteien und auch Parteiprogramme immer weniger wichtig sind, dass die einen Bedeutungsverlust erleiden in einer Mediendemokratie? Naja, wir haben ja vor allem so ein Aufkommen eines neuen Typus von Politiker. Das manifestiert sich ja nicht nur in Frau Merkel, die ja aufgrund ihrer DDR-Vergangenheit eine sehr spezifische Geschichte hat. Aber ich will jetzt einfach mal Steinbrück nennen und in dem Kontext auch noch Steinmeier und de Maizière nennen. Das sind ja sehr vergleichbare Lebensläufe. Also Menschen, die in den 50er, Steinbrück in den späten 40er Jahren in Westdeutschland geboren worden sind, dann studiert haben, Akademiker gewesen sind, Juristen, die dann in den Staatsdienst gegangen sind, Steinbrück als Volkswirt, und dann in Ministerien sich hochgearbeitet haben, dann in einem Bundesland waren, in Regierungszentralen, also Staatskanzlisten, wenn Sie so wollen. Das sind ja, diese drei Männer haben ja nie Straßenwahlkampf gemacht, die haben nie Flugblätter verteilt, die haben nie hinter den Tapeziertischen in der Fußgängerzone gestanden. Aber sie sind ja alle drei relativ beliebt, muss man sagen. Und vielleicht gibt es doch auch im Volk so eine Sehnsucht nach diesen seriösen Sachwaltern der Macht, so würde ich sie mal nennen. Das ist ja schon frappierend, dass es bei der SPD von den drei populärsten gleich zwei sind. Und de Maizière ist ja nun auch jemand, der möglicherweise in der Union noch eine große Zukunft hat. Vielleicht ist im Volk der waschechte Parteipolitiker, so mit diesem, was wir immer Ochsentour nennen oder mit dem schrecklichen Begriff Stallgeruch etikettieren, vielleicht gar nicht mehr so gefragt. Wie weit sind die Spitzenkandidaten denn auf ihre Parteien noch angewiesen? Jetzt auch in der öffentlichen Wahrnehmung, wird sich das dann auf die Kandidaten allein projizieren oder spielt auch die Partei, wie sie sich verhält, strategisch, welches Image sie hat, noch eine größere Rolle?
Also zum einen muss man ja erstmal sehen, dass nur noch die Hälfte der Wahlberechtigten oder etwas mehr als die Hälfte überhaupt zur Wahl geht. Und wie viele Leute sind heutzutage überhaupt noch in einer Partei engagiert? Deshalb, Steinbrück sagt das ja auch immer, er muss also weit, weit mehr Leute mobilisieren als die eigentlichen SPD-Anhänger nur. Na, aber trotzdem ist es natürlich ganz wichtig, dass die Parteien Rückenwind geben. Dass ein Kandidat, der per se im Widerspruch zu seiner Partei stünde, oder wo die breite Wählerschaft den Eindruck hat, dass er von der Partei nicht getragen wird, der hat natürlich einmal mehr schlechte Chancen. Insofern ist die Partei schon noch wichtig, aber es ist eben nicht mehr dieser Typus des Parteipolitikers wichtig, der schon alleine durch seine Vita in der Parteikarriere einen Großteil der Bevölkerung für sich einnimmt, weil eben die Leute selber nicht mehr so in Parteien engagiert sind und auch dieser ganzen Programmatik, auch diesem ganzen Apparat einer Partei nicht mehr so einen Stellenwert beimessen. Früher war das eine soziale Einrichtung, einer Partei zugehörig zu sein. Das ist ja heute weitgehend verloren gegangen. Aber für die Wähler, die noch gehen, das zeigt die Wahlforschung ganz eindeutig, ist eine Parteiorientierung durchaus als Filterinstrument ungeheuer wichtig. Das ist gar keine Identifikation, schon gar keine Mitgliedschaft, aber so eine Anmutung, dass man meint, das wäre jetzt ein SPD-Thema oder das wäre ein CDU- oder ein FDP-Thema und dass man sich dem zugehörig fühlt. Das ist die erste Brille, durch die man durchsieht, um ein Thema einzuordnen, ob es links oder rechts ist. Es geht durch eine Parteiorientierung. Und danach kommen ganz wichtige Dinge, situative Themen, auch die Personen. Die Personen spielen insofern eine Rolle, als sie eine Problemlösungskompetenz damit einbringen müssen. Aber sie haben, anders jetzt als im amerikanischen Wahlkampf, überhaupt nicht den gleichen Stellenwert, sondern zentral sind wirklich Parteiorientierungen und auch Themen wichtiger als die Person. Wobei natürlich die Menschen dann ganz schön durcheinander kommen können. Klar. In den letzten Jahren. Wir haben doch erlebt, dass sehr viel der Glaube, insbesondere der SPD als Programmpartei, die glaubten, dass die Welt, dass erstmal Deutschland und vielleicht auch ein bisschen die Welt sich nach dem SPD-Programm richtet. Inzwischen hat man festgestellt, das ist nicht so ganz und die Wahlprogramme sind etwas dünner geworden inzwischen bei der SPD. Der Unionswähler hat geglaubt, naja, Atomkraft ist nicht des Teufels und Wehrpflicht macht Sinn. Ja. Und der müsste sich eigentlich so ein bisschen schütteln, wie so ein kleiner nasser Hund, weil dem ist ja in den letzten Jahren einiges zugemutet worden. Parteien, aber auch Wähler erleben, dass Programme sich wandeln, manchmal sehr schnell wandeln. Das beste Beispiel ist sicher die Eurokrise. Aber das, was eigentlich interessant wäre und was einmalig und erstmalig wäre, wenn man über die Finalität eines europäischen Kurses einen Wahlkampf inszenieren würde. Nicht nur über die Euro-Krise, sondern über europäische Integration. Und wir da unterschiedliche Perspektiven hätten, über die wir als Wähler entscheiden können. Es gibt ja so eine Art aufgeklärten Absolutismus bei dem Europathema. Irgendwie dieser Integrationsfrieden ist nie, den darf man nicht stören. Es gibt ja immer nur eine Wahrheit angeblich und es täte dem Land gut, wenn man auch mal in der Mitte einen europakritischen Diskussion oder Wahlkampf führen könnte, nicht mit Rechts- oder Linkspopulismus wie in anderen Ländern, sondern in der Mitte. Und vielleicht hat Steinbrück den Mut dazu, das auch anzustoßen. Ja, aber es geht ja vor allem um die Finanzmärkte und Missstände dort, also nicht so sehr um europäische Integration. Das wird die meisten Wähler interessieren, einer Sicherheitsdiskussion. Weil man damit mehr als mit europäischer Integration im Wahlkampf gewinnen kann. Mit diesem Thema. Aber es ist eine eigentlich übergeordnete. Ne? Also wie viel Europa wollen wir, welches Europa wollen wir? Es ist ja nicht nur über Geld zu beantworten, diese Frage. Herr Sturm, vorhin ist eine Frage noch offen geblieben, oder wir haben sie ja gesagt, nicht vertieft. Da geht es nochmal um Peer Steinbrück. Die Authentizität, und zwar von ihm und seiner Partei. Wer wird da nachgeben müssen? Es gibt ja da erhebliche Meinungsunterschiede zwischen Steinbrück und dem linken Flügel. Werden die linken Sozialdemokraten sagen, jetzt ist er unser Kandidat, er hat nur eine Chance, wenn wir geschlossen hinter ihm stehen? Oder werden sie von Steinbrück verlangen, da auch beizuziehen? Umgekehrt, wird sich Steinbrück darauf einlassen?
Naja, ich meine, er hat sich ja schon ziemlich gewaltig geändert, wenn man das mit dem früheren Per Steinbrück vergleicht. Er hat früher als die SPD eine Erhöhung des Spitzensteuersatzes verlangt, nämlich eben in dem angesprochenen Buch von Herrn Korte im Jahr 2010 hat Steinbrück das schon verlangt. Die Abgeltungssteuer, die er ja eingeführt hatte, hat er schon damals als Fehler bezeichnet, zumindest in dieser relativ geringen Höhe von 25%. Bei dem Thema Rente mit 67 hat er früher gesagt, das Rütteln an der Rente mit 67 ist für ihn eine kranke Debatte. Dieses Wort habe ich von ihm jetzt schon länger nicht mehr gehört. Und auch den Ausruf von ihm, im Himmel ist kein Jahrmarkt, der von Herrn Steinbrück immer zu hören war, wenn die Sozialpolitiker der SPD mal wieder Geld verteilen wollten, der ist auch nicht mehr zu vernehmen. Gerade bei der Rente mit 67 hat er ja an dieser Verwässerung, die hat er ja schon passieren lassen. Also Steinbrück versteht es ja manchmal, sich so zu inszenieren wie so ein alter, knorriger Baum, der sich so überhaupt nicht bewegt und der immer das sagt, was er immer schon gesagt hat und auch alles weiß. Aber da ist er doch etwas flexibler als in dieser Inszenierung. Und ich glaube auch, dass er jetzt bei dem Thema Rente, das ist ja noch nicht alles geklärt, da geht es ja noch um diese Niveaufrage, dass er da auch relativ nachgiebig ist. Und wenn Sie mir noch einen Zusatz erlauben, vielleicht denkt er auch insgeheim, lass die mal beschließen und was wir dann im Regierungsalltag machen, das ist sowieso mal was ganz anderes. Aber genau das kann ja das Problem von Per Steinbrück werden, dass eben er inhaltlich nicht zu seiner Partei passt und dass irgendwann sehr starke Reibungspunkte geben wird. Und das andere ist, dass ja tatsächlich dieses Gerechtigkeitsthema in den Mittelpunkt gerückt werden soll. Und da kann er durch seine Person und vor allen Dingen durch die jetzt im Moment aktuelle Debatte um seine Honorare bei diversen Vorträgen natürlich auch ein Glaubwürdigkeitsproblem bekommen. Ich glaube nicht, dass da am Ende man ihm wird nachweisen können, dass er irgendwas verheimlicht hat oder sonst was. Allerdings ist es ja auch eine Mentalitätsfrage. Die Geld verdienen als Mentalitätsfrage in Deutschland ein Problem? In Teilen der Gesellschaft wird es, glaube ich, gerade auch in der klassischen SPD-Klientel, wird es, glaube ich, schon als schwierig betrachtet, wenn jemand für eine Rede an einem Abend mehr Geld verlangt, als ein Studienrat beispielsweise einen ganzen Monat verdient. Verlangt oder wird es ihm offeriert, ja, Martina Fitz? Das ist die Frage, wie wir mit diesem Thema Reden und Honorare auch umgehen. Ich wundere mich nicht, dass die Leute sich fragen, was hier eigentlich los ist, wenn man diese Art und Weise der Präsentation skandalisiert. Das finde ich problematisch. Es geht darum, dass Politiker durchaus einen guten Beruf haben sollten und auch diesem Beruf nachgehen können sollten, auch während ihrer Mandatszeit. Da sind wir uns völlig einig, da habe ich überhaupt gar kein Problem mit. Die Frage ist jetzt, wie man das sich anschaut, dass jemand tatsächlich während seiner Zeit als Bundestagsabgeordneter, wie es ja offensichtlich gewesen ist, an einer Reihe von Bundestagssitzungen, Ausschusssitzungen nicht teilgenommen hat, weil er Redeverpflichtungen angenommen hat. Und dass diese Sache sehr stark honoriert worden ist. Da will ich jetzt überhaupt nicht diese Sozialneiddebatte schüren. Ich stehe der sehr kritisch gegenüber. Ich sage nur, das kann für ihn auch mit Blick auf seine eigene Partei und mit Blick auf die Klientel, die die SPD ansprechen möchte, zum Problem werden. Dann setze ich ja gleich die Frage an. Dieser Start in die Kanzlerkandidatur war ja für Per Steinbrück ziemlich holprig. Jetzt, so hat er sich das ganz bestimmt nicht vorgestellt. Ja. Kann ihn das noch richtig schaden? Ja, denke schon. Einmal, auch auf dem Weg noch zur Bundestagswahl? Ja, einmal, weil es die Wegstrecke so lang ist, die Partei so zu disziplinieren, ob alle so zu ihm halten und Gabriel ihm auch so zuarbeitet, das wird sich zeigen. Er muss sich selbst so zurückhalten bei seinen vielen Kernthemen. Das ist eine sehr lange Zeit. Und die Erfahrung der SPD mit vorzeitig gestarteten wie Rau damals oder Scharping war auch sehr lange auf dem Weg bis zur Bundestagswahl, zeigt, dass das noch wirklich schwierig werden kann. Und dieses Thema kann ihn auch durchaus einholen, die politische Klugheit, diese Reden gehalten zu haben, zu einem Zeitpunkt, an dem er nicht mehr damit gerechnet hat, politisch noch mehr zu werden, kann sich rächen. Und zwar nicht rechtlich, sondern durchaus durch eine Art von SPD, in einer Art von SPD-Milieu, indem man sich fragt, soll ich für den aktiv werden, der doch eigentlich
so reich, so wohlhabend ist. Die SPD hat ja schon aus viel nichtigeren Anlässen Spitzenpersonal in die Wüste geschickt. Ich habe heute einige Blogs gelesen, Internetportalen, dass da der eine oder andere vermutet, möglicherweise wird er nicht Kanzlerkandidat bleiben. Ist er in irgendeiner Weise noch gefährdet? Also das sehe ich nicht. Ich meine, es ist schon bemerkenswert, dass der SPD-Parteivorsitzende Sigmar Gabriel sagt, also ich lege meine Einkommensteuererklärung offen, wo jeder weiß, dass Steinbrück das mit Verweis auf seine Frau nicht tun wird. Und ich finde es auch richtig, weil Frau Steinbrück hat für kein Amt kandidiert. Deswegen muss nicht die Steuererklärung von Frau Steinbrück offengelegt werden. Und im Übrigen leben wir sowieso nicht in Schweden. Und ich glaube auch, dass der Großteil der Bürger kein Interesse daran hat, seine eigene Einkommensteuererklärung offenzulegen. Also da sehe ich eigentlich keine Gefahr. Die eigentliche Gefahr sehe ich darin, dass ja Herr Steinbrück und Herr Gabriel ein Jahr lang nun gemeinsam marschieren müssen. Und ich glaube, dass ein Grund, vielleicht neben persönlichen Gründen, für die Absage von Frank-Walter Steinmeier die Vorstellung war, ein Jahr lang mit Gabriel marschieren zu müssen und alle 2, 3, 7 oder auch nur 10 Tage Dissonanzen zu erleben. Und da ist, glaube ich, Steinbrück etwas robuster im Umgang, auch mit Gabriel. Das glaube ich schon, aber diese Dissonanzen wird es natürlich geben und die sind, glaube ich, politisch viel, viel relevanter als diese Vorträge, die er da gehalten hat. Aber was wir noch gar nicht wissen, sind natürlich all die anderen Themen, zu denen sich Herr Steinbrück noch nicht geäußert hat, die wir kennen vielleicht aus seiner Zeit als Ministerpräsident oder weil er sich zu vielen Dingen mal äußert. Aber die Kanzlerin hat ja den Vorteil, eine breite Themenpalette zu haben, einfach durch ihre Alltagsarbeit. Bei ihm ist man jetzt ja mal gespannt, wie er zur Familienpolitik sich konkret äußert. Oder zu Fragen der internationalen Sicherheit, Außenpolitik. Und so bestimmte Themen sind ja bisher noch gar nicht abgerufen worden. Da wartet er natürlich auch auf die Wahlprogrammatik. Aber das fände ich einfach auch interessant zu sehen, ob er es schafft, hier wirklich deutlich andere Akzente zu setzen als die CDU. Für den Wähler wäre das hochinteressant, aber wir wissen es im Moment überhaupt nicht. Wir haben ja jetzt über die Hypotheken von Herrn Steinbrück gesprochen. Wie sieht es denn mit denen von Frau Merkel aus? Was ist Ihre größte Hypothek? Eine nicht besonders erfolgreich agierende oder sich erfolgreich darstellende Koalition? Also das ist sicherlich ein Manko, dass sie nicht mit Werf auftreten kann und die Leute überzeugt davon sind, dass sie genau das noch mal wieder haben möchten, was sie gerade erleben. Das ist sicherlich ein großes Defizit. Hinzu kommt noch das zweite Problem, dass Frau Merkel eigentlich keinen natürlichen weiteren Koalitionspartner hat. Das Bündnis mit den Grünen betrachte ich auch eher als schwierig, weil ich glaube, dass weite Teile der Union das nicht befürworten und auch die Grünen natürlich. Bei den Grünen ist das die Ablehnung fast noch größer als innerhalb der Union. Die wollen das ja nun auch nicht wirklich. Ich glaube, das ist ein großer Nachteil, dass Frau Merkel im Grunde genommen sagen muss, das, was wir jetzt im Moment erleben, ist so gut, dass wir es weitertragen wollen. Und das spürt aber jeder, dass es so gut nun tatsächlich nicht ist. Aber und das zweite große, was sie an Hypothek hat, das ist eben wirklich die Unsicherheit auf dem europäischen Sektor, dass man nicht weiß, was diese Krise tatsächlich noch beschert, dass es überhaupt keine Blaupause für das gibt, was da an Krisenbewältigung tut. Aber kann ihr dieses Krisenszenario nicht helfen? Das kann ihr helfen, eben. Das kann aber auch umschlagen. Denn die Wahrnehmung der Wähler ist ja schon so, dass man sagt, wenn es darauf ankommt, kriegt sie eine Allparteienkoalition im Bundestag zusammen, außer den Linken, hat sie bei den Milliardenentscheidungen immer hinbekommen. Und der Alltag der Koalition funktioniert sowieso nicht. Trotzdem hat sie Gesetze hinbekommen, durchbekommen. Also man kann sie auch als Minderheitskanzlerin in einem präsidialen Regime geradezu sich vorstellen. NRW, eines der größten Länder Europas, hat es vorgemacht, dass man dort auch Gesetze aus einer Minderheitsposition heraus entwickeln kann. Ich würde das überhaupt nicht ausschließen. Und sie wäre auch der Typ dazu. Sie ist ein postheroischer Typ. Und könnte auch mit Minderheiten... Also würde ich sagen... Hätte ich vor einer solchen Lösung, hätte ich in diesen Krisenzeiten Angst. Eine Minderheitsregierung, die nicht auf eine feste Grundlage bauen kann, würde ich in diesen Zeiten grundsätzlich ablehnen. Aber sehen Sie die drei Parteien als eine feste Grundlage, die diese Koalition im Moment bilden? Ja, aber ich wüsste nicht, warum sich eine Opposition einer Minderheitsregierung gegenüber verpflichten sollte, Entscheidungen mitzutragen. In einem Land, Professor Gotte, gebe ich Ihnen völlig recht, kann man das auf Zeit mal machen. Im wichtigsten Land
Europas und der EU würde ich das für äußerst riskant halten. Nicht wahrscheinlich, dass es dann doch irgendwie zu einer großen Koalition käme? Ja, oder für Schwarz-Grün. Ja. Ich meine, das ist doch das eigentliche Projekt von Frau Merkel. Würde doch auch sozusagen biografisch oder gesellschaftspolitisch zu Frau Merkel passen. Und im Übrigen wäre es dann nach der SPD und der FDP der dritte Koalitionspartner. Ja, genau. Und dann würden die Grünen auch sehr schnell Niederlage bei diversen Landtagswahlen haben. Und denen würde es so gehen wie der FDP. Und wer würde davon profitieren? Angela Merkel. Klar, und ich meine, das haupttrennende Thema war die Energiepolitik, war die Atompolitik. Das ist weggeräumt. Und die Union ist eine so pragmatische Partei und ich habe den Eindruck, dass Herr Trittin nicht noch weitere 4 Jahre in der Opposition sitzen will. Ich meine, er war ja schon Die Frage ist, ob er dann, obwohl es jetzt nicht zum Thema gehört, lieber eine Ampelkoalition oder eine Schwarz-Grüne hätte. Ich glaube, mit beiden hätte er vielleicht gleiches Unwohlsein. Ich wollte. Aber wir sind doch jetzt auch gewöhnt an eine Koalition, die durch Dissensmanagement besteht. Vielleicht können wir das Modell auch weiterdenken. Deswegen auch sehr heterogene Partner können durch eine Koalition der Differenz, der Unterschiede, in denen man sich ergänzt, auch 4 Jahre weiter regieren. Lieber Professor Korte, ich wünschte mir, es wäre Schluss mit dieser Koalition der Differenz. Also, dann kann ich Ihnen jetzt helfen, Frau Hüll. Gehen Sie mal von einem anderen Szenario, das wir noch zwar schon angesprochen haben, aber noch nicht so richtig. Sie haben das, glaube ich, rotes Wunder genannt in einem Ihrer Artikel, nämlich das Peer Steinbrück tatsächlich gewinnt bzw. Bundeskanzler wird, dann hätten wir 2 interessante Faktoren in diesem Zusammenhang. Erstens, ein Mann besiegt eine Frau. Bisher haben wir ja in der Diskussion um Frauenquote, Frauen in Führungspositionen, auch gerade im politischen Bereich, gäbe es jetzt quasi zwar durch ein Wahlergebnis, eine Wählerentscheidung, aber quasi würde eine Frau von einem Mann entthront werden. Und zum ersten Mal in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland würde ein Älterer eine Jüngere im Bundestagswahlkampf besiegen. Das klingt so ein bisschen nach Kulturrevolution. Ich habe es nicht umsonst rotes Wunder genannt. Ja. Die Wunder sind selten. Ich glaube, dass es nur funktionieren kann an Kanzler Steinbrück über eine Koalition. Das, was Martina Fietz beschrieben hat, dass es für die Kanzlerin schwer werden könnte, wenn es mit der FDP nicht reicht. Und nicht, vielleicht nicht Herr Trittin oder Frau Roth, aber die grüne Basis sagt, liebe Freunde, Schwarz-Grün wollen wir nicht mal. Das sind ja die Hypothesen, dass man dann die Ampel versucht. Es wäre ein rotes Wunder, denn anders als in den Bundesländern, in denen die SPD erfolgreich war, ja Hamburg, Nordrhein-Westfalen, in anderen hat sie zugelegt, trifft genau das zu, was Professor Korte sagte. Angela Merkel ist ausgesprochen beliebt. Es gibt keine Wechselstimmung. Der letzte Hamburger CDU-Bürgermeister, glaube ich, hat seinen Wahlkampf versemmelt. Ebenso war es für die CDU in Nordrhein-Westfalen. Das ist im Bund nicht. Deshalb das rote Wunder. Muss einiges geschehen, damit es in Erfüllung geht. Ja, Bundestagswahl 2013 ist noch ein kurzes Stück hin. Ein Jahr kann lang sein. Weichenstellung, ist die Niedersachsenwahl vielleicht die entscheidende Weichenstellung schon, dass man weiß, wo man hinkommt? Oder spielen da andere Faktoren noch eine Rolle? Die Wahl in Niedersachsen ist sicherlich ein entscheidendes Stimmungsbarometer, damit man einmal ermessen kann, wie die Bevölkerung denkt in der Mehrheit. Allerdings muss man auch immer sagen, da sind auch landespolitische Erwägungen, spielen da eine Rolle. Allerdings, wenn es da tatsächlich Schwarz-Gelb gelingen sollte und vor allen Dingen der FDP gelingen sollte, über die haben wir heute eigentlich viel zu wenig geredet, tatsächlich wie über die 5%-Hürde zu springen und wieder eine Regierung bilden zu können mit der CDU, dann würde das wahrscheinlich auch Rückenwind im Bund geben. Und dann kriegt dieser ganze Wahlkampf natürlich noch mal mehr die Polarisierung, das bürgerliche Lager gegen. Ganz kurz, wir sind nämlich schon am Ende der Sendung, Herr Kort. Ja, also indirekt kann das große Auswirkungen haben, weil beim Regierungswechsel eben auch dann die Opposition im Bund in der Lage ist, den Vermittlungsausschuss immer anzurufen, sodass auch nicht zustimmungspflichtige Gesetze hinausgezögert werden können und damit ein völliger Stillstand in allen Gesetzesformaten eintreten könnte. Dann gäbe die nächste Frage, wer würde sich dann über einen Wahlsieg im September 2013 bei der Bundestagswahl noch freuen? Das werden wir weiter beobachten. Vielen Dank, dass Sie da waren, liebe Zuschauer. Morgen haben wir in der Phoenix-Runde teurer Sprit, verstopfte Straßen mit Vollgas in den Stillstand. Moderation, meine Kollegin Pinar Atalay, bleiben Sie bei uns. We'll be right back.